Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich habe in letzter Zeit relativ viel Hardcore gespielt und dann beim Druiden mal alle möglichen Builds ausprobiert. Und dabei habe ich einen gefunden, der mir richtig, richtig gut gefällt. Der gefällt mir, glaube ich, sogar besser als Pulverisieren. Und die, die mich länger kennen, wissen, Pulverisieren ist einer meiner Lieblingsbuilds beim Druiden. Aber der hier kommt schon extrem nah, weil der einfach extremst nice ist. Ich würde sagen, ich mache mal hier einen Albtraum-Dungeon auf. Und dann zeige ich euch das. Ihr seht es unten links schon. Ich habe Gifttranken dabei. Ich habe Hurricane dabei. Das Ganze ist auf Erdrutsch basiert. Niedertrampeln, Erdrutschbild heißt er. Und braucht gar keine Uniks. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwelche Unik-Helme oder sonstiges tragen. Der funktioniert schon auf Level 30 oder so. Ohne Glyphen, ohne alles. Richtig, ne, ich habe es im Hardcore ausprobiert. Und worauf ihr jetzt mal achten müsst, ist einfach nur unten links. Ne? Alles davon, was ich hier habe, hat eigentlich eine Abklingzeit. Also sowohl Hurricane, Quatsch, Irdenes Bollwerk hat eine Abklingzeit, Gifttrank hat Abklingzeit, Hurricane hat Abklingzeit, Niedertrampeln hat Abklingzeit. Und achtet einfach mal auf die Abklingzeiten, was da unten passiert. Außerdem ist auch alles, was mit den Ressourcen zu tun hat, vollkommen egal. Ihr seht ja das unten, was ja da unten passiert mit den ganzen Abklingzeiten. Es ist einfach dumm. Es ist wirklich einfach dumm. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wieder so ein Bild, wo man sich einfach nur denkt, hier greift alles perfekt ineinander. Und ich lieb's einfach, wenn ein Bild sich anfühlt, als würde alles, als wäre da nichts so reingemauschelt oder so ein Platzhalter. Hier wirkt alles so, als hätte das alles, als wäre das vom Spiel so gewollt, dass man das so spielt. Es ist so nice. Der ein oder andere würde sagen, ey, jetzt spiel doch mal Nightmare Dungeon Level 100. Aber jeder, der schon ein paar Videos von mir gesehen hat, weiß, dass mir das scheißegal ist mit Nightmare Dungeon Level 100. Da könnt ihr selber drauf hin suchten. Das ist nichts für mich. Ich will einfach, dass der Bild mir Spaß macht und gegen Gegner auf meinem Level einfach durchzurennen, reicht mir schon, bin ich early. Ihr werdet das gleich im Bild auch sehen, wieso ich die ganze Zeit diese Items einsetzen kann. Es gibt verschiedene Aspekte, die dafür sorgen, dass die Abklingzeiten andauernd abgeschlossen werden. Mit kritischen Treffern und dann immer dieses Zusammenspiel zwischen Erdefertigkeiten und Nicht-Erdefertigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig erklären soll. Wir müssen gleich auf jeden Fall mal die Aspekte gucken, wie das genau funktioniert. Und wie gesagt, das ist zwar ein Endgame-Build, den ich hier habe, aber ich habe den auch auf Hardcore gespielt und ab Level 30, sobald ihr eigentlich die Ult habt, funktioniert der Build. Wichtig ist halt nur, dass ihr wirklich auch die Aspekte habt. Die Aspekte ist ein bisschen doof, weil die Aspekte muss man. Also drei wichtige Aspekte muss man finden. Da gibt es keinen Kodex der Macht. Also da müsst ihr ein bisschen lucky sein. Dafür Obolus zu rollen oder einen flüsternden Bau machen. Oder auch gerne die Goblin-Taktik. Das kann man natürlich auch machen. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal beim Boss an. Oh. Ich habe einmal Erdrutsch, ich glaube, im ganzen Dungeon gemacht. Sonst habe ich nur Abklingzeiten gemacht. Es ist so verrückt. Ich versuche das mal für euch so ein bisschen zusammenzufassen, was wichtig ist. Auf jeden Fall ist wichtig, dass Gifttranken auch Erdrutschen auslösen. Das heißt, auf der Waffe, was auf jeden Fall eine Axt sein sollte, diesen Aspekt drauf. Beim Totem, das Niedertrampeln auch Erdrutsch beschwört, sehr wichtig. Und dass Erdrutsch auch eine Natur-Erdfertigkeit ist, sehr wichtig. Schuhe, dass ihr unaufhaltsam seid, weil ihr werdet die ganze Zeit mit Irdenes Bollwerk durch die Gegner laufen. Dann Irdenes Bollwerk die Sekunden erhöhen. Das Witzige ist auch, Irdenes Bollwerk ist gefühlt einfach ständig, also komplett aktiv, immer aktiv. Das hier ist auch sehr wichtig, findet man leider auch nur so in der Welt als Aspekt, nicht als Kodex der Macht, dass jeder Erdrutsch doppelt gewirkt wird. Extrem crazy. Verdoppelt einfach euren Schaden. Hier auf der Brust könntet ihr auch was anderes spielen. Hier ist relativ egal, was ihr spielt. Ich habe jetzt hier, das ist so ein Standard-Pick, dass eure Rüstung erhöht wird und auf dem Kopf, dass Basisfertigkeiten eure Schadensreduktion erhöhen. Könntet ihr auch was anderes nehmen, weil
sobald ihr, ich habe eben gesehen, die Abklingzeiten hin und her die ganze Zeit wechselt, werdet ihr so gut wie gar keine Basisfertigkeit mehr machen. Könntet ihr auch was anderes nehmen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr die Abklingzeit hoch habt auf dem Kopf. Dann Amulett, ganz wichtig, unten der Aspekt, dass mit Zorn der Natur eine kostenlose Fertigkeit ausgelöst wird. Extrem krass, deswegen werden auch die ganze Zeit die Abklingzeiten runtergesetzt. Auf dem Ring der Wechsel zwischen Sturm- und Erdfertigkeiten. Auf dem anderen Ring, dass Kernfertigkeiten mehr Schaden basierend auf der Sterlung machen. Und dann seid ihr good to go. Auf dem Totem auch wichtig, Abklingzeit. Auf die Glyphen können wir auch nochmal ganz kurz eingehen. Was ich ganz spannend finde, das erste Mal wird hier Verfolger gespielt. Das habe ich bisher noch nie gespielt. Da geht es um Giftschadeneffekte, sehr cool. Ansonsten haben wir die Standarddinger wieder drin, territorial. Macht ja auch Sinn, weil die Gegner bei euch immer in der Nähe sind. Ausbeuten für Verwundbarkeit. Geist für Crit-Schaden ist auch normal. Unerschrocken, auch sehr cool. Mehr Schaden während der Stellung. Und Erde und Himmel, auch sehr cool. Der ganze Bild ist vom Maxroll, habe ich euch unten markiert. Baut den nach, ich finde den extrem geil. Lasst eure Meinung unten in den Kommentaren stehen, wie ihr den findet. Würde mich sehr über ein Follow freuen auf dem Kanal, würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.